Klaus Roth und seine Lebensgefährtin Maria Seidel können es noch immer nicht fassen. Nach 24 Jahren hat ihnen die Gemeinde Neckarteilfingen die gemeinsame Wohnung gekündigt. Man braucht den Platz, um neue Flüchtlinge unterzubringen. Dass so etwas in Deutschland passiert, das kann nicht sein. Das kann auch nicht sein. Das gibt's nicht. Ne? Ich bin jetzt 50 Jahre in Neckarteilfingen Bürger, bin engagierter, pflichtbewusster und engagierter Bürger in Neckarteilfingen. Und dass man mir so das Leben versaut, das kann nicht sein. Ich begreife das auch nicht, warum das so funktioniert. Ne? Die Wohnung gehört der Gemeinde. Im vergangenen Herbst wurden die beiden Rentner ins Rathaus gebeten. Dort wurde ihnen in einem persönlichen Gespräch die Kündigung offenbart. Ich bin heimgekommen, wo das Gespräch war, ob sie es glauben oder nicht. Ich habe gedacht, das ist ein Albtraum. Ja, ich war ganz zittrig, da sage ich, noch, sind mir Tränen gekommen, dann habe ich heulen müssen. In einer E-Mail an RT Deutsch erklärt Bürgermeister Gerhard Gertitschke die Situation der Gemeinde. Da die Gemeinde Neckarteilfingen verpflichtet ist, in 2019 10 und 2020 4 weitere Flüchtlinge unterzubringen, hat der Gemeinderat beschlossen, das Mietverhältnis mit Herrn Roth unter Einhaltung der 9-monatigen Kündigungsfrist zu kündigen, um die 150 Quadratmeter große Wohnung für die Unterbringung von Flüchtlingen zu nutzen. Von 2015 bis 2018 war Klaus Roth selber in der Flüchtlingshilfe tätig, half regelmäßig bei Asyl Neckarteilfingen. Jetzt muss er seine Wohnung räumen, für geflüchtete Menschen. Und was mich eben dabei stört, ist das, dass sie die Wohnung für Asylanten brauchen. Und das kann doch nicht sein, dass ich raus muss als 74-Jähriger, den Wohnraum zur Verfügung stellen und hinten und vorne Probleme habe für Asylanten, wo nichts bezahlen. Ne? Da ist ja, irgendwo stimmt doch da was nicht, nach meiner Meinung. Bürgermeister Gerhard Gertitschke verweist auf den geringen Leerstand in der Gemeinde. Wir haben bisher in insgesamt 7 Wohnungen, die uns vermietet wurden, Flüchtlinge untergebracht. Weitere Wohnungen wurden uns nicht angeboten. 150 Quadratmeter misst die Wohnung von Klaus Roth und Maria Seidel. Dazu kommt ein kleiner Garten. Nicht schlecht für 2 Personen. Die Miete beträgt knapp 600 Euro kalt. Stolz zeigt uns Klaus Roth sein Zuhause. Was haben wir hier jetzt? Das ist das Esszimmer. Ess- und Festzimmer. Da kommen meine Kinder und die Kinder von meiner Lebensgefährten, kommen wir oft zusammen und tun hier Geburtstage feiern und alles Mögliche, was ist. Samstags abends gucke ich hier Fußball an. Da gehört dieses Zimmer mir ganz alleine. Und dahinter ist ein Fernsehen. Besonders stolz ist Klaus Roth auf seinen kleinen Garten. Hier hat er viel Arbeit reingesteckt. Ja, das ist ein Bogen, wo ich selbst gemauert habe, die Form dafür hergestellt, dass man das sauber ummauern kann, dass alles stimmt. Ja, ich bin halt ein Mensch, wo keine 2 linke Hände hat. Ja. Ich fange halt immer an und während der Arbeit regelt sich das alles, dass das so wird, wie es werden soll. Aber es fällt wahrscheinlich auch schwer, denn das alles aufzugeben, oder? Tja, das ist ja keine Frage. Das ist ein Stück Lebensqualität, Qualität, wo sie wegwerfen. Das ist aus. Das haben wir nicht mehr. Ja. Es wäre schön gewesen, wenn wir das voll durchgemacht hätten, bis 90 oder so. Aber jetzt ist es eben mit 75 aus, ne? Leider. Die Gemeinde hat den beiden Rentnern eine neue Wohnung angeboten. 80 Quadratmeter groß für etwas über 600 Euro Kaltmiete. Auch beim Umzug will man das Paar unterstützen. Im Herbst diesen Jahres soll es losgehen.